mich vorrät und dann kreativ. Oh, manche denken nicht hart, sondern quer und schief. Rennst du achten in einem Loch, mach aus dem Kreativ ein Kreabuch. Können Sie noch mal sagen, warum die Kreativwirtschaft für Mecklenburg-Vorpommern so entscheidend wichtig ist? Na, die Kreativwirtschaft ist eine Zukunftsbranche, die mehr Aufmerksamkeit braucht. Wir haben viele Individualisten, die unterwegs sind. Und das sind Filmemacher, das sind Journalisten, das sind Leute, die in der Musikszene unterwegs sind und natürlich auch Künstler, die in besonderer Weise kreative Ideen haben, die um die Ecke denken und die dafür auch stehen, dass man Produktwerbung macht, dass man andererseits auf die Industrie zugehen will, um miteinander zu reden, und aus diesen Reden sollen dann natürlich auch Projekte entstehen, die am Ende der Kreativwirtschaft helfen und gleichzeitig der Industrie helfen, Produkte zu vermarkten, auch neue Logos zu entwickeln, neue kreative Aussagen, die beim Kunden ankommen, die beim Bürger ankommen. Das sind alles so Themen, die man in nächster Zeit massiv vorantreiben muss, denn ohne Digitalisierung wird es nicht gehen, und da sind die Kreativen besonders gut unterwegs. Sagt Harry Glawe, der Wirtschaftsminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern, auf der Branchenkonferenz der Kultur- und Kreativwirtschaft in Rost. Die Konferenz stellt bereits umgesetzte und auch neue Projekte der kreativen Szene in MV vor, bot Gestaltungsraum sowie eine Menge Interaktion und ermöglichte den Dialog für das interessierte Publikum sowie für Akteure aus der Kultur- und Kreativbranche.